Ahoi und willkommen zurück. Heute mit einem nicht so lustigen Thema. Sind Väter die besseren Mütter? Hat mir jemand einen Artikel zugeschickt, danke dafür. Und der ist von 2010, also schon ein bisschen älter. Also das Problem ist schon lange bekannt aus dem deutschsprachigen Raum, deswegen wollte ich den mal bringen. Was wir uns aber erstmal angucken werden, sind die Statistiken der Vaterlosigkeit. Die gibt es auch in Klaus Thieles Bibliothek des Hasses. Er hat dazu auch einiges gemacht. Das ist wirklich ein sehr, sehr unschönes Thema. Eigentlich das schärfste Schwert gegen den Femism und dessen Auswirkungen. Es ist brutal. Ich werde mal ein paar Stats durchgehen, vielleicht nicht alles, aber nur mal zur Übersicht. Ja. 63% aller um die Ecke Bringungen von Jugendlichen sind aus vaterlosen Haushalten. Das sind alles Statistiken aus den USA, aber ich denke, dass es analog hier nicht viel anders sein wird. 90% aller Obdachlosen und entlaufenen Kinder stammen aus vaterlosen Haushalten. 85% aller Kinder mit Verhaltensstörungen kommen aus vaterlosen Haushalten. 20-fache des Durchschnitts. Dazu werden wir noch kommen. Die Gründe hatte ich an anderer Stelle schon mal angerissen. 80% der, ja, ungewollt Intimen, ich muss das Wort umschreiben, mit Wutproblemen kommen aus vaterlosen Familien. 14-fache des Durchschnitts. 71% aller Schulabbrecher kommen aus vaterlosen Familien. Ja, in der Bildung sind auch einige Faktoren, die ganz signifikant sind. 75% aller jugendlichen Patienten in Chemiemissbrauchzentren kommen aus vaterlosen Familien, das Zehnfache des Durchschnitts. Also Chemiemissbrauch ist, glaube ich, klar, was gemeint ist. Drogen. 70% der Jugendlichen in staatlich betriebenen Einrichtungen kommen aus vaterlosen Elternhäusern, neunfache des Durchschnitts. 85% aller inhaftierten Jugendlichen stammen aus vaterlosen Familien, das 20-fache des Durchschnitts. Wir sehen, wo es hingeht. Kriminalität stark erhöht. Ja, heranwachsende Mädchen, die in einem Zwei-Elternhaushalt mit beteiligten Vätern aufwachsen, sind mit signifikant geringerer Wahrscheinlichkeit intim aktiv als Mädchen, als in Haushalten, die ohne beteiligte Väter aufwachsen. Da gibt es ja auch die evolutionspsychologische Hypothese, dass wenn kein Vater im Umkreis ist, sie schneller paarungsbereit sein muss, früher anfangen muss, als evolutionäres Signal quasi früher ihre Mens bekommt. Ich glaube, ein, 2 Jahre sogar. Das ist praktisch ein Zeichen der Natur, dass wir schnell Nachkommen zeugen müssen. Turbo-Sluts sozusagen, mit den berühmten Daddy-Issues, ja, wo sie nicht wissen, was überhaupt ein männliches Vorbild ist und auf jeder Gurke Papas Liebe suchen. Also am Ende will ich damit sagen, schadet es auch Frauen. Das wird häufig unterschätzt, wenn man jetzt von der Frauenseite her argumentiert. In den USA 43% ohne Vater. Heftiges Stat. Hier ist es, glaube ich, die Hälfte noch. Aber wir sind auch ziemlich überaltert. Aber der Trend ist glasklar, ja. Der kulturelle Trend ist überall der gleiche. Die Kernfamilie soll ausgehöhlt werden. Moralische Normen werden aufgehoben, wie auch immer man dazu steht. Das sind die Ergebnisse, die präsentiere ich da einfach mal ganz nüchtern. Hier haben wir das gleiche nochmal. Brandstifter, Schulabbrecher und so weiter. Gut, hier sind noch ein paar Stats bezüglich den USA, die sind die Prozente hier natürlich ein bisschen anders. Nun gut. Ja, kurzer Ausblick, was das wirklich bedeutet, die schleichende Seuche. Ich sagte an anderer Stelle schon mal, dass sich bei der sozialpsychologischen Gemengelage und der offenen Hypergamie via Dating-Apps ja Psychopathologien ja eh zu 40% mehr fortpflanzen, was sich noch beschleunigen wird, was sich durch Single-Mütter-Haushalte wieder beschleunigen wird. Es werden wieder dysfunktionale Jungen wahrscheinlich entstehen, die entweder co-abhängig werden und nicht selektiert werden, dann am Ende in Muttis Keller hocken, die berühmten Incels, oder die narzisstischen Bad Boys entstehen dabei, klar, keine Eichen, die dann wiederum von Frauen selektiert werden, weil sie ja zwischen Arroganz und Selbstbewusstsein in ihrer Selektionswahrnehmung nicht groß unterscheiden, wie wir wissen. Mein Ex war Narzisst und so weiter, wir kennen die Thematik, und die dann natürlich wieder schlechte Väter sind, also das Problem wird größer und größer, will ich damit sagen. Es ist ein Selbstläufer, noch auf Steroiden in unserer Zeit. Und das ist etwas, was die andere Seite gerne verschweigt. Und eigentlich das stärkste Argument, das schärfste Schwert gegen den kulturellen Trend. Was ich noch sagen wollte, ich bin der Meinung, dass wir eh schon die Auswirkungen sehen. Die neurotische Schneeflockengeneration ist sozusagen schon das Ergebnis dieser Entwicklung, die seit Jahrzehnten geht. Und der Anteil wird sozusagen nur größer und größer mit der Zeit. Aus psychologischer Sicht.
So, dann schauen wir uns mal dieses spezielle Beispiel an. Erziehung, sind Väter die besseren Mütter? Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer auf die Ursachen. Die Rolle der Väter haben Wissenschaft und Gesellschaft lange unterschätzt. An alleinerziehenden Männern lernen Forscher, wie wichtig Papa für die Kinder ist. Es geht auch ohne Mutter. Im Falle von Christian Wegener und seinen Kindern sogar besser. Als Wegeners Frau, die heute 9-jährige Katrin und den 7-jährigen Markus versorgte, gab es vor allen Dingen Prügel, kaum etwas Vernünftiges zu essen und keinerlei geregelten Tagesablauf. Ja, da hätten wir direkt das negativste Beispiel, eine selber problematische Mutter. Da fragt man sich dann schon, ja, wieso 90% die Kinder der Mutter zugesprochen werden. Das ist auch so ein Urinstinkt, der sich da in der Justiz durchsetzt. Ja, das Kind braucht die Mutter und so weiter. Da wird praktisch blind entschieden. Und wenn die Mutter nicht völlig auffällig ist, würde das auch immer so entschieden werden. Oder das selber ablehnen vielleicht. Gibt es ja auch in seltenen Fällen. Ja, und dann hast du sowas. Total grenzdurchbrechend, das, was in When I Say No, I Feel Guilty, erstes Kapitel, verlinke ich mal, beschrieben wurde. Frauen von Natur aus grenzdurchbrechender, emotional dysregulierter, im Schnitt, ohne die Stabilität einer Familie und dem Mann jetzt mal idealtypisch, der ihre Ängste reguliert, ihre Bedürfnisse, ihre Ego-Funktion reguliert, wie ich immer gerne sage, ist der ganze Stress mit den Kindern sozusagen noch verstärkt. Sie sind schlecht im Grenzen setzen, sie sind grenzdurchbrechend, teilweise ja auch in den Stufen der Betaisierung und Practical Female Psychology erwähnt, durch die weibliche Ambivalenz. Ja, heute so, morgen so. Ich kann das Beispiel nochmal bemühen, genau wie hier beschrieben. Wenn du einen Hund nimmst und den gibst ihm eine Schale fressen am Tag und danach prügelst du ihn, dann gibst du ihm drei Schalen fressen am Tag und dann verprügelst du ihn dreimal. Dann hast du irgendwann einen sehr neurotischen Hund, der mit großen Augen alles beißen will, was ihm in die Quere kommt und völlig durch ist. Ganz einfach. Also kann ich mich nur wiederholen. Frauen und Erziehung, sehr schwieriges Thema. Es ist nicht immer böse Absicht. Ja, es gibt auch diese Verschiebungen, die ich im TikTok 2, glaube ich, mal erwähnt hatte, das fand ich am einfachsten zusammengefasst. Es gibt das Verschmelzende, was auch schlecht ist, also dem Kind keine eigene Grenzsetzung ermöglichen, das ewig tot bemuttern Helikoptern, was wir heute auch viel sehen, was auch zu hoher Neurotizität führt und hoher Außenbestätigungsabhängigkeit, zu hoher Egodystonie und natürlich der Klassiker, der narzisstische Missbrauch, also das Kind zur Verlängerung des eigenen Egos machen, lieber an Bedingungen knüpfen und so weiter. Die vernünftigste Methode ist der Sportcoach, eben der Mann, der eben nicht das Kind zum negativen Objekt macht, wie in When I Say No, I Feel Guilty beschrieben, und diese Schamnormierung vornimmt, was ein super Steuerungsapparat ist quasi und den eigenen Aufwand kleiner macht. Böser Junge, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst. So, und das Kind begreift zum ersten Mal, es ist ein negatives Objekt, es empfindet Scham, fühlt sich klein und schuldig und unwissend. Ich glaube, so war die Auflistung im Buch. Ja, und so werden praktisch Grundlagen gesetzt in der Erziehung, die dysfunktionale Kinder hervorbringen. Diese Entwicklung geht ja schon sehr lange. Die Auflösung der Kernfamilie hat schon viel früher begonnen, eigentlich mit dem Industriezeitalter, erwähnte ich auch, wo dann die Männer die meiste Zeit des Tages nicht im Haushalt sind. Was passiert? Frau auf dem Podest, ja, MH-Komplex stark für die Nice Guys, aber auch für die Narzissten, für die Egodystonien, will ich es mal zusammenfassen. Ja, alles ungute Erscheinungen. Was bringt der Vater dann mit? Natürlich die Gelassenheit, die gesunde Psychopathie, die Grenzsetzung, den Rahmen, den ein Kind braucht, um selber gesunde Grenzen zu entwickeln und eben nicht in die Parentifizierung zu kommen oder in die Launen der Frau und der Mutter. Väter wird am Ende dieses Artikels, glaube ich, auch spekuliert, sind sogar die besseren Mütter am Ende, wenn sie dann selber funktional sind. Das ist natürlich immer vorausgesetzt und ja, nicht alle Polizei, ich will hier nicht alle Mütter in die Pfanne hauen, aber diese Tendenzen sind bei Frauen auf jeden Fall glasklar zu erkennen. Katrin hatte Probleme in der Schule. Markus hinkte seinen Altersgenossen bei der Sprachentwicklung hinterher. Vor 4 Jahren ließ sich Wegner, Name von der Redaktion, geändert, scheiden. Vor 3 Jahren nahm er die Kinder zu sich. Heute stottert Markus nicht mehr und Katrin kommt auf einen Notendurchschnitt von 2. Ja, wie schön Regelmäßigkeit sich positiv auswirkt, ja, keine Ängste erzeugt, dann was erzeugt das Ängste, wenn du nicht weißt, was morgen passiert, kannst du dich nicht auf die wesentlichen Dinge im Leben konzentrieren, wenn du keinen Rahmen hast. Wenn die intermittierende Verstärkung zu groß ist, drückt das natürlich auf die Psyche und erzeugt die bekannten Probleme. Der Vater setzt klare Grenzen, da haben wir es, wenn er erlaubt, bis 19:30 Uhr Kika zu schauen, läuft der Fernseher keine Minute länger. Katrin muss zweimal in der Woche im Haushalt helfen, Markus muss einmal ran, Zimmer aufräumen, Spülmaschine leeren, Herd putzen, sonst kürzt Wegener das Taschengeld. Genau so sieht's aus. Klare, konsequente Grenzen, die durchgesetzt werden, aber auch nicht die Grenzen des Kindes überschreiten. Ja, es gibt immer diese These, ganz strenge Eltern wären ganz schlimm. Sind sie nicht, solange sie konsequent sind.
Das ist so bescheuert, das klingt. Die Studie habe ich jetzt nicht hier, die hätte ich nochmal rausholen können über die Tiger Moms, glaube ich, in China, die sehr, sehr streng sind. Und wenn du keine Eins nach Hause bringst, dann kriegst du Prügel. Solange das konsistent durchgehalten wird, kommt eine gesunde Psyche bei raus. Das ist das Interessante dabei. Also für all die neumodischen Verschmelzer, Helikopterschwärmer, die denken, wenn ich das Kind überschütte und praktisch all mein Mangelbedürfnis auch in das Kind projiziere, das soll es mal besser haben. Ne? Und dann vielleicht noch beides noch zur Verlängerung des Egos mache. Und ja, es sind alles ungesunde Ego-Funktionen, die über das Kind reguliert werden sollen. Nun ja. Kratzer am Muttermythos. Ich bin streng, gibt der 54-jährige Hamburger zu. Andererseits käme es ihm nie in den Sinn, seine Kinder zu schlagen. Abends liest er ihnen eine Geschichte vor. Am Wochenende geht er bei jedem Wetter 2, 3 Stunden auf die Straße zum Spielplatz oder in den Park, damit sich die Kinder austoben können. Eiskalt durchgezogen, genau wie beschrieben. Das wird gemacht. Völlig wurscht. Gibt eine absolute Stabilität für die Kinder. Sehr gutes Fallbeispiel. Die Beziehung zu Katrin und Markus habe sich vertieft. Seit er alleine für sie verantwortlich ist, sagte er. Die Kinder wissen, dass sie sich auf mich verlassen können. In Deutschland teilen geschätzt 200.000 bis 300.000 Männer das Schicksal von Christian Wegener. Das sind ja doch ordentlich viel. Die Zahl alleinerziehender Väter nimmt rasant zu, doch die deutsche Forschung hat sich dieser Familienform kaum angenommen. Dass auch zwischen Vater und Kind eine wichtige Bindung wachsen kann, war für die Wissenschaft lange Zeit kaum vorstellbar. Für die gynozentrische Wissenschaft, wohlbemerkt. Ja, das ist hier alles systemisch auch gewollt, sagt der Saarbrücker Soziologe Christoph Paulus. Es zählte nur die Mutter-Kind-Bindung. Er ist auch in der Psychologie, die ja auch weiblich und gynozentrisch dominiert ist, gerne so gesehen. Ich habe selber auch mal gesagt, in den ersten 3 Jahren ist eigentlich nur die Mutter wichtig. Jetzt habe ich mich schlau gemacht und da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Im Endeffekt braucht ein Kind ein primäres Objekt, sagt man, also einen Fixpunkt. Und das kann auch ein Vater sein. Wenn das mit dem Stillen erledigt ist, kann ein Vater genauso gut diese Rolle übernehmen oder irgendeine andere Person. Hauptsache, es ist jemand konstant da und erzeugt eben nicht schon im ganz frühen Alter vielleicht diese Ängste und diese Unzuverlässigkeit. Wenn das ganz früh passiert, wissen wir, entsteht halt Borderline-Narzissmus, Cluster B und alles andere, was wirklich schlimm und tiefgehend ist und eigentlich nicht mehr therapierbar ist, weil es halt sehr früh passiert. Oder fast nicht. Gute Noten dank Papa. In den letzten Jahren häufen sich allerdings Erkenntnisse, die am Muttermythos kratzen. Väter sind für die Erziehung der Kinder in manchen Entwicklungsphasen wichtiger als Mütter, sagte Vasilios Fitenakis, Mitgründer des Staatsinstituts für Frühpädagogik in München. Überdies seien Väter sehr wohl fähig, eine ebenso gute Bindung zu ihren Kindern aufzubauen wie Mütter, konstatiert Barbara Riesmann, die erste Frau, die das konstatiert. Ich bin stolz auf sie. Soziologin an der North Carolina State University. Doug Downey, Soziologe an der Staatsuniversität von Ohio, hat Kinder alleinerziehender Väter mit denen von Müttern in der gleichen Situation verglichen. Bei Selbstbewusstsein, Bindungsfähigkeit und Erfolg im Leben gab es keine Unterschiede. Andere Forscher kamen sogar zu dem Ergebnis, dass Kinder aus einem Vaterhaushalt besser in der Schule abschneiden. Sie seien geselliger, weniger aggressiv und seltener krank. Ja, da kommen wir nämlich zum Effekt, dass sogar Väter vielleicht die besseren Mütter sind. Allerdings haben es alleinerziehende Männer in mancherlei Hinsicht leichter. Sie sind in der Regel älter und wohlhabender als alleinerziehende Frauen. Außerdem sind die Kinder, wenn sie beim Vater wohnen, meist schon älter. Sie machen nicht nur weniger Arbeit, sondern helfen auch im Haushalt. Ja, würde ich so stehen lassen. Das ist richtig, wenn der Mann älter, erfahrener ist und dann die Kinder kriegt, ist es wahrscheinlich besser. Schließlich bringen Väter, wenn sie sich einmal entschlossen haben, die Kinder aufzunehmen, mehr Motivation mit als die alleinerziehenden Mütter, an denen diese Aufgabe in der Regel ohnehin hängen bleibt. Kinder sozusagen aus dem Solipsistischen so zum Selbstzweck. Ja, im schlimmsten Fall Verlängerung des Egos oder Quelle der eigenen Validierung in der Verschmelzung. Klar, so. Ja, Mutterinstinkt ist natürlich da, der ist stark, der wird auch sehr stark hormonell belohnt. Hatte ich vielleicht an anderer Stelle schon mal erzählt, bei Rattenexperimenten. Würde die Rattenmutter das gerade frisch geworfene Junge eher säugen, als Heroin und Kokain über den Hebel zu bekommen. Also da hat die Natur sich auch ordentlich was einfallen lassen, das soll man auch nicht unterschätzen. Mindestens ein Vorteil der Väter hingegen ergibt sich nicht aus der Lebenssituation, sagte Warren Farrell, Psychologe und Männerrechtler aus San Diego. Sie zeterten vergleichsweise selten über die abwesende Mutter, wenn der Nachwuchs dabei ist. Eine Umfrage unter amerikanischen Kindern ergab, dass 54% der alleinerziehenden Mütter schlecht über den abwesenden Vater reden, aber nur 12% der alleinerziehenden Väter über die abwesenden Mütter. Ja, da haben wir es, ne? Fünfmal so viel. Klar, die Unterverantwortlichkeit, wir sehen, der Ex ist immer schuld. Da kommen die Promise Keeper ins Spiel, die ich immer so gerne erwähne. Du bist ein guter Junge, du wirst nicht wie dein Vater, der hat mich verlassen. Du wirst mein emotionales Tampon parentifiziert, dein Vater war ein Schwein.
Weil ich kann es ja nicht gewesen sein. Ich habe ihn ja nicht selektiert. Ich habe das nicht geplant. Ich habe keine Verantwortung. Ich habe keine Schuld. Ne? Da sehen wir wieder den Klassiker mit fünffacher Wahrscheinlichkeit fast. Ja, unschön. Hätte man sich lieber einen Mann ausgesucht, dem man auch treu bleibt und vielleicht nicht feministisch eigensinnig, gefühlsgesteuert, dann eben entweder den falschen aussucht. Das gilt ja genauso für die Männer, da sage ich genauso. Männer suchen sich auch gerne die falsche Frau aus. Frauen machen das eben sehr instinktiv. Da wären wir wieder bei Anziehung ist nicht verhandelbar. Dann war es eben Narzissten-Chat oder Pookie und Ray-Ray und hinterher war er schuld, ist klar. Hören wir auf. Anstatt sich einen guten Mann zu suchen und mit dem Kinder zu machen. Das wollen sie dann ab 28, wie wir wissen. Und da kommen halt die bekannten Verschiebungen zustande. Muss ich nicht alles wiederholen. Hohe promiskuitive Vergangenheit im schlimmsten Fall, ja, hohe Standards, kein Bock mehr, der Mann nur noch als, ja, Cash-Automat quasi als Nützling ist schon unschön. Und wie gesagt, erwähnte ich vorhin, dieser sich replizierende Effekt, dass immer mehr dysfunktionale Männer halt auch am Markt sind, ja, die hier ja erzeugt werden. Ja, das Problem wird sozusagen nur größer. Geteiltes Sorgerecht. Zudem sind Väter eher bereit, das Sorgerecht mit den Müttern zu teilen, was viele Psychologen sowieso für die am ehesten kindgerechte Lösung bei der Scheidung halten. Da stimme ich zu. Aber wie viele Mütter entziehen dem Kind den Vater? Ich kann da aus Erfahrung sprechen, weil eben ihre Egos zu groß sind oder zu verletzlich sind in dem Fall. Ja, das ist unschön, ganz unschönes Thema. Ja, oder agieren dann in dieser Konstellation gegen den Vater, instrumentalisieren das Kind gegen den Vater und so weiter. Diese ganzen Spielchen. Ich habe das an so vielen Stellen gehört von so vielen Männern. Es ist wirklich eine Katastrophe, wie Frauen mit ihrer Verantwortung umgehen an der Stelle. Also da kann ich wirklich nur sagen, ja, das ganze System ist auch einfach ausgelegt darauf, der Frau blind zu glauben. Women are wonderful Effekt, da ist auch der Gamma-Bias, glaube ich, drin. Ich erwähnte vorhin die Gerichte. Ist eine Katastrophe einfach, eine absolute Katastrophe. Muss man wirklich sagen, wo alles eigentlich dagegen spricht, wird das immer noch systemisch nicht erkannt. Also eine Katastrophe, wirklich. Auch Christian Wegener einigt sich mit seiner Frau auf diese Linie, schon aus praktischen Gründen. Er ist Außendienstmitarbeiter in einer Fliesenfirma. Wenn er 2 oder 3 Tage unterwegs ist, müssen die Kinder irgendwo unterkommen und die Mutter steht ihm nun mal am nächsten. Überdies hat der Vater erkannt, dass seine Kinder trotz der vielen schlechten Erfahrungen ihre Mütter immer noch lieben. Er weiß, dass er die Mutter nicht ersetzen kann und die Wissenschaft bestätigt das. Anscheinend bestätigt sie das nicht, würde ich jetzt sagen. Es ist gut, wenn beide da sind, aber der Vater kann sehr gut die Mutter ersetzen. Es braucht ja nur ein primäres Objekt im Endeffekt. Und ein Vater, der psychologisch funktional ist. Aber gut. Kinder von alleinerziehenden Vätern suchen oft zuerst das Kuscheltier oder die Mutter, wenn sie getröstet oder behütet werden wollen, fand der Saarbrücker Soziologe Paulus heraus. Trotzdem akzeptieren die Kinder den Vater als Ansprechpartner bei Sorgen. Ja, kommt darauf an, wie kuschelig der Vater ist, aber ich glaube nicht, dass der das nicht macht. Aber es ist natürlich gut, wenn man eine Aufgabenteilung hat. Sie liebt, er setzt Grenzen und das alte Modell hat ja ganz gut funktioniert. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich will nicht die gute alte Zeit glorifizieren. Ja, gab bestimmt auch schlechte Ehen, die gibt es immer. Aber wie es jetzt läuft und woraus es jetzt hinausläuft, ist ja kein Vergleich. Und sie suchen ihn geradezu als Spielpartner, weil er oft ganz anders mit ihnen umgeht als die Mutter. Frauen werfen ihren Nachwuchs zum Beispiel kaum jemals spielerisch in die Luft, was die Kinder beim Vater glucksend genießen. Ja gut, das ist jetzt so ein Einzelbeispiel. Ob daran jetzt die Kindheit scheitert? Die kanadische Soziologin Andrea Duque hat zudem beobachtet, dass Väter eher als Mütter den Nachwuchs anspornen, Risiken einzugehen und selbstständig zu werden. Sie stellen auch fest, dass Väter im gleichen Maß wie Mütter fähig sind, den Kindern die nötige körperliche Nähe zu geben. Ja, da kommt es. Ne? Er kann es genauso. Der Artikel widerspricht sich in sich selbst auch hier und da, aber gut. Ja, und vor allen Dingen, ja, Risiken einzugehen, aus dem Nest rausschmeißen und sagen, hier, schwimm mal. Männer sind wesentlich risikobereiter. Das liegt auch in ihrer Natur. Auch die Selbstständigkeit zu fördern, Eigenverantwortlichkeit, ganz wichtiger Punkt. Grenzen und eben nicht das Kind helikoptermäßig erdrücken. Der Soziologe Paulus bezweifelt gar die uralte Annahme, wonach Kinder von Natur aus den besseren Draht zu ihrer Mutter haben. Säuglinge wollen in erster Linie gehätschelt und getröstet werden. Von wem auch immer, erst ab dem 6. Lebensmonat sind sie fähig, Beziehungen zu bestimmten Menschen aufzubauen. Ja, da wäre genau die These: Es braucht nur ein primäres Objekt. Rehabilitation der Väter. In dieser Phase, die bis zum 5. Lebensjahr andauert, sei der einzige biologische Unterschied zwischen Vater und Mutter in der Beziehung zum Kind das Stillen, argumentierte Paulus, und das ist irrelevant für das Bindungsverhalten. Ob Väter, wie gelegentlich behauptet wird, sogar die besseren Mütter sind, ist freilich nicht bewiesen und kaum beweisbar. Über ihre zentrale Rolle für das Wohl des Kindes gibt es aber keine Zweifel mehr. Man weiß heute, dass Kleinkinder, die eine enge Bindung zu ihrem Vater besitzen, später besser mit emotionalem Stress zurechtkommen.
Diese Erkenntnisse scheinen sich bis zu den Gerichten herumgesprochen zu haben, die heute eher bereit sind, als noch vor einigen Jahren dem Vater die Verantwortung für die Kinder zu übertragen. Natürlich wünscht sich Vater Christian Wegener die Zeiten zurück, als er mit seiner Frau noch glücklich war und sie den Kindern noch mehr Zuneigung und Zärtlichkeit schenkte, aber so wie die Situation jetzt ist, sind sie bei mir am besten aufgehoben. Absolut. Das mit den Gerichten, vor 10 Jahren ist der Artikel entstanden oder über 10 Jahren. Sehe ich jetzt nicht. Also ich glaube, die Zahlen sind da nicht groß anders. Weniger gynozentrisch sind wir auch nicht geworden. Women are wonderful, they can do no wrong. Regenbogen, pupsende Einhörner und so weiter. Da arbeite ich ja dran, diesen Sockel mal ordentlich ins Wanken zu bringen. Gerade bezogen auf die moderne, feministische Frau. Schöner Artikel. Fazit ist, Väter sind wahnsinnig wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als Mütter. Das ist hochinteressant, muss ich sagen. Da kann ich nur sagen, dazu müsste einiges gesellschaftlich passieren, dass sich da mal was verändert. Ich denke, viele Frauen, um jetzt auch mal nicht alle in die Pfanne zu hauen, haben noch ein bisschen traditionelles Bewusstsein, instinktiv vielleicht. Hatte ich ja auch Beispiele erwähnt, die gibt es, die das ordentlich durchziehen. Die wissen, was es heißt, Familie zu haben, Verantwortung zu übernehmen, auch schon in der Wahl des Partners, das bewusst anzugehen. Es ist schwierig, wenn Frauen am fruchtbarsten sind, sind sie sehr jung, in der Regel, und noch nicht so gefestigt. Muss man auch anerkennen. Ja, umso wichtiger ist es, die Autorität eines guten Mannes, eines funktional, psychologisch funktionalen Mannes anzuerkennen. Da sollte eigentlich die Normierung hingehen, wenn man eine Familie will. Ich meine, ich will ja niemandem seinen Lebensentwurf vorschreiben, wenn es eben Karussell-Action ist, okay, und keine Kinder. Ja, sind auch viele später unglücklich drüber. Aber das soll schon möglich sein. Bloß, ich glaube, der größte Fehler ist, den Frauen den Zauberwald zu verkaufen, von gesellschaftlicher Seite, um ihre fragilen oder auch narzisstischen Egos zu stützen. Ja, du bist toll, Queen, du kannst nichts falsch machen, du kannst wie ein Mann auf die Piste gehen, du kannst Karriere machen und Familie und alles, wie du möchtest. Und wir sehen gerade, wie das Krachen scheitert und zum riesigen gesellschaftlichen Bumerang wird. Gerade was die gesunde Psyche der Kinder angeht. Und das erwähnte ich mal in diesem Titanic-Beispiel, ja, Frauen und Kinder zuerst, dass der Solipsismus teilweise und heute Narzissmus so weit geht, der Frauen auch so gepudert wird von der Gesellschaft, dass sie hier einfach aus jeder Verantwortung entlassen werden, sich vernünftige Männer auszusuchen, eine vernünftige Planung, was Familie angeht, zu machen. Und Katastrophe, was rauskommt. So, ich denke, ich habe genug dazu gesagt. Meine Arbeit in den Tierohren beginnt jetzt und in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.